meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Purpur, den zweiten Part des Legendary Hunts. Ja, beim letzten Mal haben wir schon ein paar der legendären Pokémons gefangen. Darunter Lavados, Entei, Groudon und noch ein paar andere. Welche genau, könnt ihr im letzten Teil nachgucken. Heute haben wir wesentlich mehr Pokémon vorzufangen. Eins habe ich jetzt schon hier mir in der Nähe gemerkt. Ich habe mir von den wichtigsten Teilen der Infos, die Mr. Mumpf gibt, mir mal Screenshots gemacht, damit ich es leichter habe, die zu finden. Und eine davon ist, südlich auf einem Berg von der Wüste aus, weil er im Norden die Wüste gesehen hatte. Das war mit Raikou. Also müsste ich eigentlich hier irgendwo an der Klippe fündig werden. Irgendwo hier müsste dann Raikou rumgammeln. Das Problem ist, dass ich die Pokémons meistens immer erst 20 bis 30 Minuten am Suchen bin, bevor ihr den eigentlichen Kampf seht. Also ja, wir sehen uns wieder, wenn wir Raikou gefunden haben, und ich werde diesmal auch wieder dran denken, dass ich jedes Mal die Karte einmal öffne, damit ihr den genauen Standort wisst, wo ihr die Pokémons finden könnt. So Leute, ich habe Raikou gefunden, hier eben kurz auf der Karte, damit ihr wisst, wo ihr ihn findet. Ich lag halt richtig hier auf dem Berg. Und ich würde mal sagen, let's go. Ich mache mal eben kurz aus Ogerpon die Gesteinsversion. Na dann, let's go. Wird wahrscheinlich nur wieder 10 Jahre dauern. Ich lasse dich erstmal schlafen. Oder auch nicht. Ach komm, ich wechsle direkt zu Ogerpon. Der Fehlschlagschluss, der aktiviert sich übrigens nur ein einziges Mal. Denn die Elektrizität ist jetzt einfach ineffektiv. Nur schade, dass es Gestein und nicht Boden ist. Ich hau so oder so mit physischen Attacken zu, ne? Ja, das würde ich gerne bei dir machen. Regentanz? Was hast du denn für schlechte Attacken? Na gut, dann lasse ich dich jetzt pennen. Nebenbei, was die Fangversuche angeht, ihr seht immer so den ersten und ungefähr den Fangversuch, der funktioniert. Weil Leute, ich brauche meistens bis zu 20 Minuten, bis das Vieh endlich im verdammten Ball ist. Ach, ich hab's noch gar nicht schlafen lassen. Raikou hat ja mal richtig beschissene Attacken. So, du wachst wahrscheinlich so oder so nach einer Runde direkt wieder auf, so wie ich euch kenne. Ihr bleibt nämlich nicht gerne lange schlafend. Okay, ihr habt nichts gesagt. Ah, oh, endlich. Raikou hat wenigstens wesentlich länger geschlafen als Entei. Hey.
Ente ist ja wirklich beim letzten Mal nach jedem Ball gefühlt aufgewacht. Beziehungsweise, ja, es hat eine Runde geschlafen, danach war es wach. So, als nächstes hatte ich mir einen Leuchtturm gemerkt. Und es gibt ja nur einen Leuchtturm. So, Leute, ich habe mich jetzt hier eben kurz zum Cocharico-Pfad begeben. Hier ist ein Leuchtturm. Und das ist der einzige, wovon man eine Stadt in weiter Ferne sehen kann. Das war die Info zu Zapdos. Ich versuche auch bei den einzelnen Pokémon die wichtigste Info immer so einzublenden. Folglich müsste hier jetzt eigentlich Zapdos sein. Ja, komm, da sehe ich es doch schon. Ich wechsle, glaube ich, mal direkt auf Urgapon, was ich erstmal von der Paralyse befreien muss. Na, Zapdos, was geht? So, was wollen wir wetten, wie viele Bälle es diesmal werden? Kriege ich eine gute Kameraperspektive hin? Ja. Ach, schon wieder Paralyse. Blitzkanone. Okay, ich lasse dich jetzt schlafen und dann gehst du in den Ball. Magnetregler. Du warst das zu einfach zu findende Pokémon auf jeden Fall. Eine bessere Kameraperspektive als von hier aus geht gar nicht. So, und jetzt wieder 10 Milliarden Fangversuche. Oder wie bei Lavados Instant. Nee, Arctos hatten wir, glaube ich, Instant gefangen. Die Kameraperspektive würde ich gerne behalten. Die ist gut. Es ist drin. Das hat diesmal nicht so lange gedauert. So. Was ich mir auch gemerkt hatte. Also ich habe besser gesagt, wo ich die Screenshots zu dem Text hatte. Hier so ungefähr in der südwestlichen Zone, wo ein Wasserfall ist. Und hier sehe ich ja nur einen einzigen Wasserfall. Und auch südwestliche Zone am Strand. Deswegen würde ich sagen, hier und hier könnten Pokémon sein. Weil das ist der einzige Strand, den ich sehe. Und da ist der einzige Wasserfall in der Zone, den ich sehe. Aber ob ich da richtig liege, seht ihr ja gleich. So, Leute, mit dem Wasserfall lage ich richtig. Hier ist Ho-Oh. Also genau genommen hier, wo ich gerade stehe. Ich würde mal sagen, fangen wir es. Nebenbei, ich mache die nicht bedingt nach regionaler Reihenfolge, ne? Also ich mache jetzt nicht so, ja, ich mache erst die Kanto, dann die Johto und so weiter. Ich arbeite einfach die Liste ab, wie ich die Bonbons habe. Beziehungsweise die Snacks. Abgesehen von Säugerleo, den versuche ich auch heute noch irgendwie unterzukriegen. Okay, das Sonnenlicht, das stört mich eher weniger.
Ja, mach das ruhig ein zweites Mal. Ich suche erstmal eine bessere Kameraperspektive. Danke. Die ist immer kacke, wenn ich den Kampf starte. Aua. Ich habe zwischen den Folgen übrigens Meloetta mal alles an Bonbons reingeballert, was ich hatte. Es ist doch schon sonnig, was willst du, Ho-Oh? Ich werf mal den Traumball. Es schläft ja gerade. War ein Versuch wert. Safari Ball, go! Vielleicht will es ja in einen der speziellen Bälle. Freundesball, weil wir gute Freunde werden wollen. Das Pokémon hat Nein gesagt. Als ob du Drecksvieh Genesung kannst. Das macht es mir nur ungemein schwerer, dich zu fangen. Alter, dieser Kampf geht schon so ewig. Geh in den Ball. Also wenn ein Kampf so lange geht, dass ein Timerball effektiv geworden ist, das sagt dann schon alles aus. Diese Genesung hat mich ultra abgefuckt. Und der wollte einfach nicht in den Scheißball. Ich habe wirklich jetzt 70 Hyperwelle geworfen und musste ihn ungefähr 20 Mal aus der Genesung rausprügeln. Also Ho-Oh hat gerade ewig gedauert. Alter. Ich erwähne es nochmal, ne? Ey, wenn irgendwer von euch einen Trick kennt, die Legendären leichter zu fangen, schreibt mir die in die Kommentare. Auch für das nächste Spiel. Weil es wird definitiv nochmal ein neues Pokémon geben. Es ist so ultra nervig, die zu fangen. So, Leute. Latias steht hier vor mir. Ich lag richtig hier mit der Küste. Also direkt hier knapp an Ho-Oh könnt ihr direkt Latias finden. Im Übrigen, wer mir als Tipp schreibt, wirf einen Meisterball, den verbanne ich aus den Kommentaren. Das ist nämlich ein mega dämlicher Tipp. Das ist mit einem Meisterball zu 100% funktioniert, das ist mir selber klar. Aber ich heb mir die auf für besonders schwierige Fälle. Beispielsweise Säuger Leo, der sich selber umbringt. Da werfe ich lieber dann einfach den Meisterball. Und spätestens beim letzten werfe ich dann den anderen. Also schreibt mir bloß nicht als Tipp, wirf einen Meisterball. Ich habe keine 25 Meisterbälle. Mehr ankotzen könntet ihr mich dann nicht. Typenspiegel? Och nö. Es dauert ewig, dich mit Trugschlag runterzuprügeln. Schutzteiler. Wenn du sonst nichts weiter machst. Ich finde das auch mega merkwürdig, ne? Beispielsweise, nehmen wir mal Raikou als Beispiel. Bei Raikou habe ich nur so um die 5 Bälle gebraucht, dann war der drin, so ungefähr. Und bei Ho-Oh habe ich gerade eben 70 Bälle geworfen und es hat nicht funktioniert. Es ist so weit getrieben worden, dass ich wirklich den Timerball nutzen konnte. Und es damit funktionierte.
Also mehr muss man dazu dann wirklich nicht sagen. Es ist ultra merkwürdig, wie leicht und schwer sich die unterschiedlich fangen lassen. Also klar, es soll jetzt nicht so sein, ja, ich werfe jetzt jeden Ball und es funktioniert. Aber wenn ich da wirklich 50 Minuten an einem Pokémon sitze, nur weil es in den verkackten Ball nicht will, das ist dann eine völlig andere Geschichte. Das ist dann einfach nur noch lächerlich. Also hier, Latias, ist jetzt zum Beispiel auch schon wieder so ein perfektes Beispiel. Das war der zweite Ball, den ich geworfen habe. Und es war instant drin. Das ist so mega merkwürdig. Ich verstehe es teilweise halt nicht. So, Leute, wo wir schon die ganze Zeit von Solgaleo reden. Direkt hier oben bei der Pokémon-Liga steht der. Ihr müsst dafür übrigens entweder von da oben runterfliegen oder das Fliegen generell haben und dann hier so auf halber Höhe hochfliegen. Ich werfe hier jetzt auch direkt den Meisterball, weil Kai hat mir gesagt, dass der Rückschussattacken hat und ich will nicht riskieren, dass der sich selber umbringt. Das ist einer der einzigen, wo ich den Meisterball werfe. So, Meisterball, go. Ich riskiere es gar nicht erst, dass du dich selber umbringst. Wenn der Kampf jetzt auch so kurz war, habe ich mich jetzt auch überhaupt nicht ins Bild gepackt. Also nochmal, mittig, hier oben, Pokémon-Liga, müsst eine Ebene höher fliegen, da steht Solgaleo. Gucken wir auch mal in die Pokémon-Box mal, unsere 5 Leute, die wir hier heute dazugeholt haben, schon mal an. 5 weitere werden wir gleich noch fangen. Ja, mit Flammenblitz hätte es sich halt zum Beispiel selber vernichtet. Abgesehen von Solarstrahl hat er nur Rückschussattacken. Da ist es wirklich gut, da ich ja lieber einfach direkt den Meisterball geworfen habe. Bei Solgaleo. Raikou hatte halt absolute Ranzattacken. Erzwinger war halt nur gemein gegenüber meiner Gesangstechnik. Zapdos war auch relativ einfach zu fangen. Die Magnetregel habe ich nicht ganz verstanden. Okay. So, Läuterfeuer. Die spezielle Attacke von Ho-Oh. Genesung ging mir übrigens mega auf den Keks, wie gesagt. Latias zu fangen ist hier komplett einfach. Ich nutze ja Meloetta dafür. Und Heilopfer, zum Glück kann es das in freier Natur nicht einsetzen. So, da wir eh schon in der Nähe der Berge sind, würde ich sagen, suche ich als nächstes Rayquaza. Weil Rayquaza ist 100 pro irgendwo am Rand hier von dem Schlund von Paldea. Also es hieß ja eine steile Wand. Welche Wand ist steiler als diese? Und dass er eine Wolkendecke gesehen hat. Und das trifft halt auch ultra gut auf den Schlund von Paldea zu. Da ist eine Magnetzone. Ey, guck mal darunter. Da sehen wir doch die Wolkenwand. Also ich werde jetzt hier den Schlund von Paldea einmal ringsum absuchen. Ich schätze hochwahrscheinlich, dass er irgendwo hier auf einem der Berge hockt. Von den Positionen her würde ich sagen, entweder hier oben oder hier unten. Also ihr seht es ja gleich, wo ich ihn gefunden habe. So Leute, ich lag richtig mit meiner Vermutung, dass es an in der Stelle hier ist. Also das Rayquaza.
Mit Wolken, da war sowas von klar, dass es der Schlund von Paldea irgendwie gemeint war. Also, und wenn der das an der steilen Felswand gesehen hat, dann muss das ja irgendwo hier oben drauf sein. Das war meine Intention hierbei. Und ja, ich bin halt den ganzen Weg jetzt hier abgegrast. Erstmal die Stellen, die ich mir markiert hatte. Und ich habe hier halt zuerst geguckt. Das war reiner Zufall, aber ich freue mich. Ich musste nicht so lang suchen. Ich erinnere mich aber von früher, dass Rayquaza ultra schlimm zu fangen ist. Natürlich kannst du Erholung, natürlich. Wisst ihr was? Ich werfe jetzt einfach mal einen Flottball. Es ist gerade noch mitten am Anfang vom Kampf und es schläft. Eine bessere Funktion für den Flottball stelle ich mir gerade nicht vor. Wenn es klappt, lache ich. Genauso wie das Wetter gerade ist auch meine Stimmung. Dieser Kampf wird doch ewig dauern. Erholung hat, meine ich, 10 AP. Ja, danke, schläfst direkt wieder. Wir sehen uns, sobald ich den ersten Ball werfen kann. So, es schläft jetzt. Musste mich dreimal durch Erholung durchprügeln, aber es schläft jetzt. Vielleicht habe ich ja Glück. Willst du mein Freund werden? Die Macht der Freundschaft. Wer dran geglaubt hat, dass das klappt, in den schlage ich. Und es ist aufgewacht. Und es setzt Erholung ein. Ich wünsche mir, Loetta könnte auch Trugschlag. Aber kann's nicht. Alter, allein durch Erholung geht gerade der Kampf schon wieder so ewig lang. Ich werfe jetzt den Timerball. Alter, das gibt's nicht. Also erstens, ich habe mit Gesang ultra oft verfehlt. Zweitens, das Vieh hat durchgehend Erholung eingesetzt. Ich glaube, für die nächsten Viecher nehme ich mir ein Pokémon mit, das auch Stachelspore kann. Dass ich da wenigstens gegenwirken kann, weil Stachelspore, das wirkt auch gegen so etwas entgegen. Und das kann ich dann wenigstens von Anfang an nutzen. Rayquaza hat gerade auch wieder Ewigkeiten gedauert. Na gut, wir sehen uns dann beim nächsten Pokémon, ne? So Leute, ich habe das nächste Pokémon auf unserer heutigen legendären Liste gefunden. Zweikuhn. Zeit, dich zu fangen. Es hat eine coole Musik. Eva mit Trugschlag draufhauen, das passt schon. Es hat offenbar eh keine Lust anzugreifen. Du hast nichts in Richtung Erholung. Let's go, Meloetta. Gesang. Dann versuchen wir dich mal einzufangen. Ich weiß auch jetzt schon, dass du rebellieren wirst wie sonst was. Hyperball, los! Und es ist wieder aufgewacht, nach dem allerersten Ball. Ich hasse das, das ist jetzt genau wie bei Entei. Hört auf, Inseln aufzuwachen.
Also wenn bei mir ein Pokémon schläft, dann schläft es 10 Jahre. Aber wenn der Gegner schläft, dann schläft es nur eine Runde. Da, schon wieder! Es ist drin. Oh, ein Gegner, der nicht so viel Aufwand hatte. Nice. So, Leute, das nächste legendäre Pokémon, Kobalium. Ogapon ist schon bereit. Bin ich es auch? Wahrscheinlich nicht. Okay, es will mich verprügeln. Aber das ist mit Nahkampf kämpft, kommt mir gelegen. So, ich nehme schnell die HP runter. Einmal noch Ogapon, dann hast du's. Aua. Danach stehen noch zwei Pokémon auf unserer Liste für heute. Für euch erscheint diese legendären Jagd recht kurz. Das liegt aber auch nur daran, dass ich auch extrem viel rausschneide, Leute. Bei euch sind es vielleicht so 20, 30 Minuten. Bei mir sind es fast 2 Stunden. Allein schon, weil ich mindestens 50 Bälle nach dem einen oder anderen werfe. Und wenn irgendwer mich fragen würde, ey, lass das doch an Cut. Nein, Leute, ihr wollt nicht sehen, wie ich 50 Mal einen Ball verkacke. Nur weil das Vieh nicht drin bleibt und ich das Vieh dann am Anschreiben bin. Das war jetzt gerade ein Musterbeispiel. Deswegen lasse ich es immer so. Ja, ihr seht den ersten Ball, den ich werfe. In diesem Fall auch den zweiten. Und danach seht ihr einfach den, der auch funktioniert hat. Und dann zeige ich eventuell noch eine Zahl dazu. Also ich hier hat es jetzt beim zweiten Ball funktioniert. Aber nur damit ihr das jetzt mal wisst. Ich schneide bei so etwas verdammt viel raus. Ihr seht das nur nicht. Gerade weil ich es ja rausschneide. Weil ich wurde schon mal gefragt, hey, lass es doch mal an Cut. Antwort war direkt nein. Es hat seine Gründe, warum ich bei dem einen oder anderen Projekt was rausschneide. Das versteht nur auch ein anderer Content Creator. Warum? Warum man sowas nicht an Cut lässt. Naja, wir sehen uns beim nächsten Vieh. Okay, Leute. Ich habe Latios gefunden. Ringsrum vom Bergen umzingelt. Ach, ich habe übrigens bei Kobalium gerade eben schon wieder das vergessen. Kobalium. Hier den Wasserfall hoch. Da steht es. Und hier gerade ist Latios. Und bei Zwiekun hatte ich es ja auch vergessen. Zwiekun war hier hinten auf der Insel. Genau genommen hier ganz vorne.
Der Latios und Latias-Film, der war auch richtig cool. Für die, die den kennen. Die wissen, wovon ich rede. Latios hält ja gar nichts aus. Ich weiß, dass Latias und Latios richtig räudig zu fangen waren damals. Bei Rubin, Saphir, Smaragd. Das waren die Weglauf-Pokémon. Ja, mach ruhig deinen Kopfstoß. Ist eh ein Psycho-Pokémon. So, schlaf mal kurz eine Runde. Das fände ich echt geil. Überball, go! Ich believe nicht daran, dass es beim ersten Mal funktioniert. Es ist ein Mythos, Leute. Hey, Mabai, los, es geht hier schon wieder so ätzend lang. Also wenn ein Kampf so lange geht, dass ein Timer bei funktioniert, dann stimmt was nicht. Kurze Erklärung, wie der Timer bei funktioniert. Je länger ein Kampf geht, umso besser funktioniert der Timer bei. Heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel so 30 Runden schon hinter euch habt, dann habt ihr definitiv schon mal einen Ticken. Oder zumindest wesentlich höher als beim Hyperball. Das ist unnormal. So, dann fehlt nur noch ein Pokémon auf meiner Liste für heute und dann ist für heute auch schon Feierabend. So Leute, da vorne steht schon das letzte Pokémon für heute, Lugia. Das ist auf dieser winzig kleinen Insel hier. Dafür muss ich jetzt tatsächlich ein bisschen suchen. Er hat ja von Inseln gesprochen, wo er sich hingerettet hat. Ich hatte erst nach einem Strudel gesucht, aber ja, Insel war hilfreicher, weil es gab jetzt auf der Karte nicht sonderlich viel, was nach einer Insel spricht. Halt nur hier oben, da und da und dann habe ich halt hier die drei Gegenden abgesucht und bin hier dann fündig geworden, hier oben. Na dann, Lugia, du bist mein letztes Pokémon heute. Ich muss aber vorher mein Team heilen. Ich war nicht beim Pokémon Center. So, Team ist geheilt. Let's go. Nebenbei, so viel wie Meloetta hier alle einschläfern muss mit ihrem Gesang, ne? Wundert mich, dass sie noch nicht heiser ist. Warum müsst ihr alle Bezwinger haben? Erzwinger. Erinnert euch noch irgendwer an Kryptologia? Wenn ja, ihr kriegt direkt einen Daumen hoch von mir, wenn ihr euch noch an Kryptologia erinnert. Na toll, du hast Genesung. Natürlich hast du Genesung. Was solltest du sonst haben? Ho-Oh hatte auch Genesung. Auch der Film mit Lugia war richtig cool, ne? Das war einer der ersten Filme sogar. Zum Glück hat Genesung nur 5 AP. Reimer hat es das jetzt schon verwendet. Es kann mir damit also nicht mehr so extrem auf den Keks gehen. Irgendwann juckt mich nicht besonders. Ja, die Genesung nervt mich nur ein bisschen.
schwimmst im Wasser. Zählt ein Tauchball für dich? Ja, schön gewesen. Ich warte nur darauf, dass es sich wieder heilen will. Gute Nacht, Lugia. Tauchball. Ich glaube, du zählst ihm eigentlich nicht als schwimmend. Was dämlich ist, weil selbst im Film lebst du unter Wasser eigentlich. So knapp. Timer Ball Go. Oder wie ich ihn auch nenne, den Erlösungsball. Meine Güte. Ich wiederhole, wenn ihr seht, dass ich einen Timerball werfe und der instant funktioniert, dann wisst ihr, der Kampf geht arschlange. So. Box. Da sehen wir unsere heutige Ausbeute. Solgaleo, Raikou, Zapdos, Ho-Oh, Latias, Rayquaza, Suicune, Cobalion. Im Übrigen, wer von euch denkt, Lugia wäre ein Wasser-Pokémon, der liegt auf dem Holzweg. Latios und Lugia. Lugia hat nämlich überhaupt nichts mit einem Wasser-Pokémon am Hut und ist auch kein Drache. Viele denken das, weil es erstens in einem Wasser anzutreffen ist und zweitens, weil es aussieht wie ein Drache, aber es ist einfach nur ein Flug-Psycho-Pokémon. Lasst euch nicht vom Aussehen täuschen. Selbst im Film, nur weil es aus dem Wasser kommt, das hier ist übrigens nochmal krasser, wenn man das hier auch noch sieht, das wäre fast bei Verzweifler gewesen. Denkt nicht, es wäre ein Wasser-Pokémon. Der Terra-Typus ist Wasser, das war's auch schon. Junge, da hat nicht mehr viel gefehlt und Lugia hätte sich selber umgebracht. Mal kurz gucken, bei wem war es sonst noch knapp? Also bei denen, die ich jetzt zuletzt gefangen habe. Ah, kann ich leider nicht mehr nachsehen. Weil die schon geheilt wurden. Ab einer bestimmten Zeit werden die in der Box geheilt. Aber guck mal. Latios hat scheinbar dreimal seinen Scheinwerfer eingesetzt. Das ist seine Spezialattacke. Eventuell seht ihr die nochmal irgendwann. Oh, guck mal, da sind auf einmal zwei Pingos hinter mir. Ich habe aber keine Lust auf euch. Ich suche mir einen Stein und setze mich drauf. So Leute, hier stehe ich mit Meloetta, meinem besten Freund heute, oder meiner besten Freundin. Sie hat mir die Kämpfe unglaublich leichter gemacht. Für die, die es nicht wissen, so eine 5% Chance mehr, wenn das Vieh schläft, 3%, wenn es paralysiert ist. Alles andere ist kontraproduktiv. Ja. Ich freue mich auch, dass du mir so geholfen hast. Du bist müde. Ich verstehe schon. Muss es auch viel singen. Ja gut, Leute. Das war der Legendary Hunt von heute. Ein Legendary Hunt gibt es noch. Da werden wir die restlichen Pokémons fangen. Und das wird dann auch der finale Pokémon-Part sein, der irgendwie was mit dem Hauptspiel zu tun hat. Danach wird es nur noch Versus-Kämpfe geben. Im Übrigen den geheimen Boss von der Akademie dann auch beim nächsten Mal noch machen. Und das Spezielle, was ich euch noch zeigen wollte. Das seht ihr dann alles beim nächsten Mal. Aber bis dahin sage ich mal ciao und bis dann.